Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-up Rocker. Jetzt wird's bunt. Hier geht es rund um das Thema Make-up, Business, Marketing und alles natürlich frei Schnauze. Wenn ihr darauf Bock habt, dann abonniert diesen Kanal. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Podcast Rock the Make-up. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, Rock the Make-up und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-up Rocker. Jetzt wird's bunt. Heute geht es um das Thema, warum sollst du Best-Age-Make-ups schminken? Oder beziehungsweise, warum sollst du 40-plus-Make-ups schminken? Oder dich darauf konzentrieren. Und ich werde zu diesem Video vorab noch bei YouTube ein extra Video erstellen, wo ich das Ganze auch in Form von einer Zeichnung darstellen werde, wo ich das Ganze nochmal wiederhole, aber wo es vielleicht dann auch ein bisschen deutlich sichtbar ist. Ich versuche jetzt hier in dieser Podcast-Folge das Ganze dir so zu erklären, damit du dir die Bilder im Kopf vorstellen kannst und ich hoffe, dass du dann ungefähr weißt, was ich meine. Du kannst es so vorstellen, stell dir vor, du malst eine Pyramide. Diese Pyramide teilen wir in drei Kategorien auf und die Pyramide wird ja nach oben hin spitz und nach unten hin breiter. In der unteren Hälfte befinden sich, sage ich mal, die jugendlichen Damen, 16 plus, 20, 25, 30. Im mittleren Bereich geht es dann schon auf die 40 plus zu und im ganz oberen, in der Spitze drin, haben wir nachher die VIPs, ne? Also quasi Gala-Veranstaltungen, VIPs, Promis, High Society und so weiter. Jeder, der jetzt Make-up-Artist lernt oder Visagist, dem sein Ziel ist es eigentlich, in der Pyramide sozusagen irgendwann mal ganz oben zu sein, ne? Bei den schönen und reichen Prominenten und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass um dort oben Aufträge zu bekommen, muss man ja in einer Agentur sein. Ansonsten tut man sich sehr schwer auf dem Markt. Aber alle Agenturen, guten Agenturen, sind voll. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Es gibt mehr Visagisten als wie lukrative Aufträge. Oder du fokussierst ganz, ganz stark Haare, ja, also du musst perfektes Hairstyling können, dazu noch geil schminken, dann hast du relativ gute Chancen, bei der Agentur reinzukommen, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwer, weil gute Agenturen ihre guten Leute einfach schon drin haben. Und wenn nicht zufällig jemand schwanger wird oder irgendwie krank oder sonst irgendwas, kommt man da, wie gesagt, recht schwer rein. Ja, das andere wäre noch Vitamin B, aber wie gesagt, die Agenturen sind voll. Im unteren Bereich bei den Jugendlichen, das könnt ihr so vergleichen, ja, also in der breiten Masse, die breite Fläche, die größte Masse, das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn das sind Instagram, YouTube und so weiter, krasse Make-ups, geile Make-ups, ja, junge Make-ups, frische Make-ups und so weiter. Das ist alles gut und recht, aber du kannst in der unteren Abteilung von dieser Pyramide, in der breitesten Masse, in der breitesten Stelle der Pyramide, kannst du eigentlich nur Fame werden. Du kannst dir deinen Bekanntheitsgrad aufbauen, aber das Problem ist, dass diese Leute wenig Geld ausgeben für Make-up, sondern die kaufen eben ihre Produkte im Discounter, die schulen oder lernen durch YouTube und so weiter, denn die haben kein Geld für teure Ausbildungen. Also nicht alle, aber der größte Teil, die Masse. Also, wenn du dich darauf fokussierst, und das machen leider die meisten Visagisten fokussieren eben diesen krassen, großen Markt mit ultra krass geile Make-ups. Ja, also die machen Hammer-Augen-Make-ups und so weiter. Das Problem ist aber, dass eben die Zielgruppe, wo das Ganze anspricht, die Zielgruppe ist, die am wenigsten Geld hat. Und der mittlere Part, 40 plus zum Beispiel, das ist der Bereich, wo völlig verloren geht in dieser Kosmetikbranche, in dieser Make-up-Branche, wo aber zum Beispiel jetzt Shopping-Sender das ganz große Potenzial sehen. Wenn ihr euch mal Shopping-Sender anschaut, das ist eben die Zielgruppe, 40 plus, wo die bedienen. Und
Das ist etwas, wo ich euch in der heutigen Zeit definitiv empfehlen kann. Geht nicht in die breite Masse, in die jungen Leute, weil, wie gesagt, da könnt ihr Fame werden, aber ihr könnt kein Geld verdienen, außer ihr seid Influencer und ihr werdet nachher von irgendwelchen Werbefirmen, große Konzerne bezahlt für das, dass ihr nachher postet, weil ihr eine gewisse Reichweite habt. Aber mit diesen Followern, ja, mit diesen jungen Followern werdet ihr kein Geld machen. Die haben kein Geld. Die gehen nachher in den Drogeriemarkt und so weiter und holen sich da ihr Geld, ihr Make-up und bilden sich fort über YouTube eben. Die High Society, wie gesagt, VIP und so weiter, kommt ihr eben nur über Vitamin B rein oder wenn ihr halt abartig gut Haare machen könnt, aber ansonsten könnt ihr das fast vergessen, weil eben der Markt übersättigt ist. Und in der mittleren Branche getraut sich fast keiner hin und ich frage mich immer, warum? Und genau das ist zum Beispiel meine persönliche Spezialität, weil ich jahrelang nichts anderes gemacht habe, wie eben genau diese Zielgruppe zu coachen. Und ich weiß ganz genau, wie die Kunden ticken. Ja, wie kannst du die Make-ups geil gestalten? Und wichtig ist nur in dem Bereich, dass du Make-ups machst, die einfach sind, unkompliziert, die man zu Hause nachmachen kann. Und das Schöne ist, dass auch die Kunden ja, viel, viel dankbarer sind. Und geht in diese Zielgruppe rein. Versucht nicht in der heutigen Zeit mit dem großen Markt zu schwimmen, sondern geht wirklich in die Zielgruppe Best Age. Und auch wenn du eine junge Visagistin bist, dann kannst du trotzdem, wenn du zum Beispiel Tutorials machst, ja, oder du machst irgendwie Livestreams bei Facebook, oder du hast einen Direktvertrieb und stellst deine Produkte vor, dann stell dir immer vor, du berätst eine Dame 40 plus. Ja, und genauso schminkst du das nachher an dir, weil auch teure Produkte kannst du noch so gut anpreisen, wenn dir aber nur junge Leute folgen, weil du irgendwie total krass geile Make-ups machst, die werden die Produkte nicht kaufen. Die sagen nachher, oh, schöne Farbe, gehe ich in irgendwie Drogeriemarkt und hole mir die Farbe auch viel günstiger. Und ihr müsst wirklich schauen, in allem, was ihr macht, dass ihr eine Zielgruppe ansprecht, die Geld hat und die auch dankbar ist für jeden Tipp. Und Best Age oder 40 plus, das ist ein Markt, der unglaublich groß ist, den man völlig vergisst und der absolut nicht bedient wird in der heutigen Zeit. Warum? Na, das frage ich mich immer. Also getraut euch an diesen großen Markt hin. Und wie gesagt, ich werde das nochmal bei YouTube auch genau darstellen, ja, in Form von einem Flipchart. Gerne dann ruhig meinen YouTube-Kanal abonnieren. Wann ich das Video mache, das wird vielleicht nächste Woche oder so sein, weiß ich noch nicht ganz, oder in 2 Wochen. Aber auf jeden Fall, da wird es nochmal ein ausführlicheres Video zu diesem Thema geben. Aber ich hoffe, ich konnte es so ein kleines bisschen jetzt hier in dieser Podcast-Folge darstellen. Und dann danke ich schon mal an die Podcast-Zuhörer, an euch. Vielen Dank fürs Zuhören, an die YouTube-Zuschauer fürs Zuschauen. Wie gesagt, an die YouTube-Zuschauer, für euch produziere ich nochmal ein extra Video zu diesem Thema. Und ansonsten für alle anderen einfach meinen Kanal auf YouTube abonnieren. Da werdet ihr nachher, wie gesagt, die ausführliche Version sehen, weil es einfach viel einfacher ist, wenn ihr das nochmal bildlich dargestellt bekommt. In dem Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, rock the Make-up und wir hören oder sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Make-up Rocker, jetzt wird's bunt. Ciao!